Okay, es geht weiter. Das ist jetzt die zweite Aufnahme von diesem Video, weil... Kapitel 8, Verrat im Heiligen Land. Weil ich davor den Part 5 Minuten lang mein Mikro ausgeschaltet habe aus Versehen und ich habe es nicht gemerkt. Und ich habe den Part jetzt dann gelöscht. Und ich muss das jetzt nochmal aufnehmen. Ganze Kacke. Wir sind da, das Heilige Land muss ganz in der Nähe sein. Das Tor zum Heiligen Land scheint sich tief in diesem Berg zu befinden. Ich habe keinen Bock, dass die ganze Konversation nochmal zu machen. Tief in diesem Berg, wie sollen wir denn da hineinkommen? Sie werden uns da nicht drin gerade mit offenen Armen empfangen. Kein Wunder, wir sind ja auch keine Anhänger der Religion, für die dieser Ort heilig ist. Aber wir könnten versuchen, diejenigen zu fragen, die der Religion angehören. Vielleicht helfen sie uns, wenn wir ein paar Jobs von den Questbüßer übernehmen. Okay, erstmal mit Leuten reden. Wie? Die einen Rosa als Beweis ihrer Glauben halten, dürfen durchgehen. Okay. Willkommen in Samoide, der Heimat der Anjo-Religion. In der Anjo-Religion gelten Vögel als heilige Boten, die die Seelen zum Himmel zurückbringen. Deshalb hat Samoide viele Wälder, damit die Vögel dort leben können. Okay. Wo kriege ich nur diese Blumen her? Das ist unsere Quest, die wir gleich machen werden. Ich habe das gesehen, Leute, keine Sorge. Drei Kurvas. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden das Bild heute fertigstellen. Okay. Alles nochmal machen. Ist kein Problem. Ich weiß ja, wo jetzt wo alles ist. Okay. Da unten ist nichts. Da muss ich sowieso gleich hin. Okay. Und so und so. Kurz hier hin. Anpassen. Wie viel habe ich denn jetzt? 10 Stück. Erweitern. Okay, langsam wird das eine schöne Form erhalten. Und so. Okay. Ich suche jemanden, der mir weiße Blumen pflückt, die im Wald von Samuel wachsen. Ich brauchte so viele, die für einen Blumenstrauß reichen. Marianne. Okay. Bitte sprich mit Marianne, um den auszufahren. Ja, die ist da drüben, ich weiß. Ah, sie hat viel Glück. Ich glaube, du willst den Satz eigentlich noch sagen. Haben sie den Job aufgegeben? Ja, das ist richtig. Wir müssen also nur ein paar Blumen für sie pflücken. Ja, und zwei große weiße Blumen, die einst überall in dieser Gegend wuchsen. Aber mittlerweile wachsen sie nur im Wald. Ich habe Angst, dort alleine hineinzugehen. Ich verstehe. Wenn ihr diesen Weg nach rechts folgt, kommt ihr zum Wald. Bitte sammelt genügend Blumen, damit ich einen schönen Blumenstrauß draus machen kann. Für wen sind denn die Blumen? Für meinen Geliebten, der vor 2 Jahren verstarb. Er liebte diese Blumen. Ich verstehe, tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Nein, schon gut, bitte pflückt mir diese Blumen. Okay. Das ist der Wald. Und wo sind jetzt diese großen weißen Blumen? Sie sagte, es gäbe heute weniger von ihnen als früher. Vielleicht finden wir noch welche, wenn wir tiefer in den Wald gehen. Würdest du die Blumen erkennen, von denen sie gesprochen hat, wenn du die siehst? Es gibt nur eine große weiße Blume, die in dieser Gegend wächst. Machen wir uns auf die Suche. Eine große weiße Blume, okay, das müsste sie sein. Ja, du hast recht. Weißt du, wie diese Blume heißt? Sehe ich so aus, als ob ich mich für Blumen interessieren würde? Ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt? Okay, okay, ich gebe es dir zu. Ich interessiere mich ein wenig für Blumen. Ich wusste es, du bist eben doch ein Mädchen. Was soll das denn heißen? Naja, stimmt auch schon irgendwie. Diese Blume nennt man Schneelilien. Schneelilien? Aha, du kennst sie aber gut aus. In meinem Dorf wuchsen sie auch. Komm, wir suchen weiter. Okay. Okay, ich habe noch 10 Minuten zum Aufnehmen. Ach ja, was mache ich da?
Jetzt kommt die nächste Frage. Brauchen wir noch mehr? Ich glaube schon. Tichi, was ist denn auf einmal so komisch? Es ist so absurd, dass wir in diesen Zeiten im Wald rumgeistern und Blumen pflücken. Hey, das ist wirklich komisch, wenn man sich das mal klar macht. Du hast recht. Du hast recht, du siehst nicht wie jemand aus, der erstmal eine Runde Blumen pflücken geht. Haha, jetzt gehst du aber zu weit, Red. Oh, war nur ein Witz, haha. Lass uns noch ein bisschen weitersuchen. Okay, einverstanden. Okay, die letzte Blume ist da unten. Aufnehmen, aufnehmen, macht sehr viel Spaß. Ich glaube, da sollte für einen Blumenstrauß reichen. Meinst du? Ich finde, wir könnten noch ein paar weitersuchen, wenn du nichts dagegen hast. Wenn ich nichts dagegen habe? Seit wann darf ich denn mitreden? So meinte ich es nicht. Ach, vergiss es. Ich bin heute irgendwie komisch drauf, das ist alles. Du siehst so aus, als ob du den Spaß deines Lebens hättest. Ach ja? Aber irgendwie wirkst du dabei so verkrampft, oder bilde ich es mir nur ein? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Natürlich bildest du es dir ein. Na schön, lassen wir das. Sollen wir dann auch aus dem Wald rausgehen? Ja, okay. Ich habe die andere Antwort genommen. Eigentlich war das die, als ich den vorigen Part genommen habe, habe ich die andere Antwort genommen bei der dritten Frage. Ich wollte sehen, was jetzt passiert, aber nichts Besonderes. Also wenn ihr die Antwort da unten genommen hätten, wenn ihr nicht nach weiteren Blumen pflücken gegangen, wäre die gleiche Antwort gewesen, wie bei der ersten. Reichen diese Blumen? Ja, vielen Dank, das sind genau die Blumen, die ich wollte. Hier ist eure Belohnung. 600 Ringe, Sonic und so. Also, was bringt euch nach Samoyede? Ehrlich gesagt haben wir erst was im Haupttempel zu erledigen. Heutzutage lassen sie dort nicht mit jedem reden, nicht jedem rein. Wirklich? Was machen wir denn jetzt? Ich hab's, hier, nehmt das. Rosario erhalten. Wenn ihr das wohl seid, dürft ihr bestimmt hinein. Das könnten wir doch nicht einfach annehmen. Doch, doch, ich habe mehr als einen. Seht, also mein weiteres Geschenk, Dankeschön für die Blumen. Na gut, danke, sie haben uns wirklich sehr geholfen. Ich hoffe, dass die Blumen ihren Geliebten erreichten, wo immer sie jetzt auch sein mag. Danke, hier ist eine für dich. Hä? Der Name der Blume bedeutet Zerbrechlichkeit. Für einen Moment fand ich, dass er zu dir passen würde. Ich wollte dich nicht beleidigen. Das haben sie nicht, danke. Ich hoffe, diese Blume wird dir helfen, deine Gefühle mitzuteilen. Meine Gefühle. Meine Gefühle. Geschafft! Okay, jetzt können wir durch. Und jetzt rede nicht mit mir, lasst mich einfach durch. Ja, ich habe ein Rosario. Oh, das ist ja tatsächlich ein Rosario. Ihr dürft durch. Friede sei mit euch. Gelobt sei der Vogel. Unwillkommene Gäste werden im Wald von Nebel umhüllt und verschwinden auf nimmer Wiedersehen. Deshalb nennen einige diesen Wald auch den ruhenden Wald. Während der Feierlichkeiten werden die Ikonen benutzt, um den Nebel zu erlichten. Okay. Die Jugend von heute hat keinen Respekt für Heiliges, nicht den geringsten. Und die Ikone des Heiligen wird benutzt, ja. Vergiss nicht, die auf den Podest zurückstellen, okay? Sei bloß vorsichtig, wenn du mit der Ikone hantierst. Klar, Chef. Das ist also der ruhende Wald? Die Luft ist so rein, dadurch wirkt dieser Ort noch heiliger. Okay. Erstmal die Kiste da öffnen. Das wollte ich nicht, egal. Aber schön, dass ich jetzt weiß, dass es auch damit geht. Ja, schön. So. Ja, ich weiß, dass er aufleben kann. Dieser Podest erinnert mich an das Podest im Eingang mit der Ikone drauf. Und yay, ein Weg hat sich geöffnet. Yep. Und diese Scheißvögel bewerfen uns mit Kacke. Hier, friss deine eigene Kacke. Drecksteile. Okay. Ihr kommt mir nicht. Okay, das haben wir dann auch. Und hier kriegen wir das letzte Bild für die Kurve, was
gebraucht, glaube ich. Ja. Die drei Kurwasser halten. Okay, damit haben wir das auch. Okay, hier ist nichts. Ich muss mir gerade nur die Gegend mal angucken. Ah, okay. Weg mit dir. Okay, weg. Hier rein. Das öffnen. Drecksteile. Was willst du mit deiner Kacke? Stirb! Warte, da war unten ein P-Kristall, das weiß ich. Hier. Wo ist ich da? Was brauche ich? Klar. Okay, den bringe ich erstmal weg. Diesmal stehen hier zwei Prozesse, das bedeutet wahrscheinlich auch zwei Ikonen. Schön erkannt. Ich habe die erste aufgestellt, aber... Der Level ist noch nicht genau. Ja, deshalb brauchen wir noch auf jeden Fall noch die andere. Okay. Vielleicht schaffe ich das dann noch in den 15 Minuten so weit zu kommen. Leck mich. Der Kampf soll dann kommen. Hey, der will mich mit Kacke bewerfen. Ruinierte Missgestalt. Ich weiß, Tierquäler, aber der regt mich jetzt gerade nur auf. Wir kommen jetzt. Wenn du die Eier dazu hast, komm her. Komm her, du Drecksvogel, komm her. In den Missgestalt. Deine bloße Existenz ist unnötig. Was? Geld brauche ich immer. Oh, du bewerfst gerne mit Kacke. Komm her. Ich kann das Spiel können wir auch zu zweit spielen. Und wie schmeckt denn eine Kacke, du in der Missgestalt? Sonnenbad erhalten, Bad erhalten. Ich zerstöre das jetzt einfach nur, weil man kriegt ja was. Ich mache das nur wegen der Bibliothek. Ich habe das echt in 15 Minuten geschafft, besser als davor. Ach. Das kann man leicht übersehen, wenn man nicht genau hinguckt. Okay, dann haben wir das auch. Ich ziehe mir diese Ikone mit. 400 und bringe das noch zum Platz und danach mache ich einen Cut. Okay. Geschafft.
Und der Nebel hat sich gelichtet. Siehst du, jetzt ist klar und jetzt klärt es sich auf. Wir sehen uns im nächsten Part.